Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Michaela Hirsch vom Betreuungsservice in Fürth. Ihr wisst ja schon, wenn ihr mich hier seht, gibt es eine ganz tolle neue Geschichte für euch. Gleich geht's los. Hört gut zu und habt viel Spaß dabei. Die besten Pixi-Gute-Nacht-Geschichten. 77 kleine Vorlesegeschichten aus dem Carlsen Verlag. Heute lese ich euch die Geschichte Klöppel auf dem Leuchtturm vor. Eine Geschichte erzählt und illustriert von Jonas Kötz. Endlich Ferien! Diesmal wollte Klöppel seinen Onkel Frederik besuchen. Er hat einen tollen Beruf. Er ist Leuchtturmwärter. Klöppels Mutter brachte ihn zum Hafen. An der Mol angekommen, wartet Onkel Frederik schon auf seinen Feriengast. Natürlich wohnt er auf einem echten Leuchtturm, mitten im Meer auf einer kleinen Felseninsel. Ich schieb's mal ein bisschen hoch, weil das seht ihr das. Da ist der Turm und da ist komplett Wasser drumrum. Na? So. Sie fuhren mit dem Boot der alten Luise ein ganzes Stück raus auf die Nordsee. Die Lichtsignale des Leuchtturms helfen den Schiffen, den Weg in die Elbmündung zu finden, um dann in den Hamburger Hafen zu fahren, erklärt Onkel Frederik. Viel zu schnell ging der erste Tag vorüber. Klöppel hatte sich alles angesehen und von seinem Onkel erklären lassen. Nach dem Abendessen erzählte Onkel Frederik dann noch ein paar alte Geschichten, die er Seemannsgarn nannte. Müde krabbelte Klöppel schließlich in seine gemütliche Koje. Das ist die Koje. So nennt man die Betten auf Schiffen und auch auf Leuchttürmen. Am nächsten Morgen stieg Klöppel gleich auf den Turm. Beim alten Klabaudermann, rief er, als er ganz oben angekommen war. Die Küste war plötzlich auf der falschen Seite. Außerdem sah sie ganz anders aus als gestern. Das haut mich aus der Büchse, rief auch Onkel Frederik. Der konnte sich ebenfalls nicht erklären. Die beiden beschlossen erst einmal mit der alten Luise an Land zu fahren, um sich das Ganze aus der Nähe anzusehen. In der Hafenkneipe lernten sie einen netten Fischer kennen. Der hieß Captain Tilly McGully. Willkommen in England, sagt er. Donnerschlag! Da waren Klöppel und Onkel Frederik aber überrascht. Es gab nur eine Erklärung für diese merkwürdige Reise. Die Strömung war so stark geworden, dass sie sogar die kleine Leuchtturminsel mit sich gerissen hatte. Sie mussten natürlich so schnell wie möglich wieder nach Hause, damit kein Schiff die Orientierung verlieren würde. Tilly bot ihnen an, den Leuchtturm mit seinem Fischkutter wieder zurückzuschleppen. Am nächsten Morgen sind sie dann alle ganz früh aufgebrochen. Klöppel durfte vorne bei Captain Tilly McGully in seinem Fischkutter an Marie sitzen. Bei der kleinen Insel angekommen, hatten sie erst einmal einen riesen Anker am Leuchtturm befestigt, damit er sich nicht wieder losreißen konnte. Nach getaner Arbeit gab es dann kräftige Seemannskost. Und nachdem sie einen großen Topf Erbsensuppe verspeist hatten, haben Tilly und Onkel Frederik noch eine Menge spannender Geschichten erzählt. Klöppel legt sich erst spät in seine Koje. Als er am nächsten Morgen ganz früh auf den Turm kletterte, war alles wieder in Ordnung. Hatte er das Ganze nur geträumt? Morgen gibt's dann die Geschichte Timeo und sein Freund der Zauberer. Ja, ich freue mich dann auf morgen um 18 Uhr. Gibt's wieder eine neue tolle Geschichte für euch. Bis dahin, liebe Kinder, schlaft schön, träumt schön, habt eine gute Nacht. Bis dann, eure Michaela Hirsch.